Ja, hallo zusammen. Oder guten Morgen vielmehr. Ach, Scheiße. Einmal im Jahr kommt jemand mit dem MX-5 zu mir. Ich glaube, da hat sie auch schon mal ein Video zu gemacht. Und jetzt ist wieder soweit. Mal eben einmal durchchecken das Ding. Und ich kann euch sagen, das Ding ist ja schon irgendwie klein. Aber reinkommen geht ja immer noch. Ich habe ehrlich keinen blassen Schimmer. Muss da eben gucken, dass ich das Gebläse jetzt hier irgendwie ausmache. Oh. Komm auf. Ja. Ich habe natürlich nur keinen blassen Schimmer, wie ich hier jemals wieder rauskommen werde. Ja. Also sitze jetzt ganz hinten. Mütze wird schon eng, aber offen fahren ist ein bisschen frisch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier auch wieder rauskommen. Wie gesagt, das Ding muss wahrscheinlich zur Inspektion, müssen wir gleich mal gucken. Aber im Moment sind doch ein paar mehr Autos an der Garage. So, also das Ding hat natürlich ein straffes Fahrwerk. Bis zum geht nicht mehr. Die Schaltung ist extrem knackig. Also wer schon mal so ein Ding gefahren ist. Mal gucken, wann ich hier rauskomme. Ich sehe überhaupt nichts. Ey. Also das ist schon, obwohl das Ding keinen Turbomotor hat, ist das Ding schon extrem auf Zack. Ja, du sitzt natürlich wirklich fast mit dem Hintern auf der Straße. Muss man festhalten, dass ihr mir nicht runterfällt hier. Ja. Aber das Ding macht schon Bock. Nur. Wie gesagt, für mich ist es jetzt so nichts, jetzt nicht, weil das Auto an sich schlecht ist oder so, aber das ist für mich in meinem Alter jetzt auch ein bisschen unpraktikabel. Ja, also, wenn man mich jetzt morgens einmal hier reinsetzen würde und ich könnte dann den ganzen Sonntag damit durch die Gegend fahren, keine Ahnung, wie ich dann aus diesem Auto wieder rauskommen würde. Aber ansonsten ist es wirklich alles sehr, sehr straff und knackig an diesem Mobil hier. Und ja, vielleicht kennt ihr irgendwelche Schwachpunkte oder Probleme beim MX-5. Ich zeige euch gleich nochmal eben das Baujahr, weil im Moment muss ich erstmal schauen, wo der Fahrzeugschein überhaupt ist. Ja, ich habe das Auto eben in meiner Datenbank. Das blende ich euch dann, wie gesagt, ein. Der Kilometerstand ist 133.000. Aber ich glaube, da muss man sich bei Mazda jetzt auch wirklich keinen Kopf machen. Soweit ich weiß, Zahnriemen haben wir nicht. Steuerkette. Das, was natürlich so ein bisschen knatscht, ist hier das ganze Leder und die ganze Verkleidung. Aber da kann man, glaube ich, mit leben. Warum hier allerdings die Bremsenkontrollleuchte an ist, das weiß ich wiederum nicht. Also da haben wir schon was. Jetzt ist es ausgegangen. Jetzt ist es wieder an. Wir fahren gleich auf. Sie geht an und wenn wir gleich abfahren, und sie geht aus, hätte ich fast gesagt, das ist dann der Bremsflüssigkeitsstand, der nicht in Ordnung ist. Und das klingt dann eventuell nach einer Undichtigkeit oder nach einer Bremse, die runter ist. So. Ja, ich würde sagen, wir müssen das Ding. Aber so, das Ding macht schon Bock. Für mich, das ist schon grenzwertig. So. Ja, jetzt ist die Kontrollleuchte wieder ausgegangen, also es sieht so aus, als hätte es was damit zu tun. So, ich kann ja noch nicht mal vernünftig die Kamera befestigen, deswegen muss ich euch jetzt hier so ein bisschen festhalten. Aber Spaß macht so ein Ding. Ja, was haben wir jetzt noch? Ja, wir haben die Wasserflasche hier auf dem Beifahrersitz liegen, das heißt, der Gurt piept auch. Ist im Moment steht auch noch ein Auto drin. Ich weiß nicht, ob das Video schon gekommen ist mit dem Golf. Aber da müsste auch mehrere kommen, glaube ich. Ja. Ein Golf mit Kühlwasserverlust. Der hat den undichten Kühler. So. Das Ding ist schon wie Go-Kart fahren. Also ich würde sagen, das Ding ist noch ein bisschen straffer und noch ein bisschen zackiger wie der Mini.
so vom Gefühl her. Ich meine, das Ding ist jetzt hier nicht irgendwie noch zusätzlich tiefer gelegt oder so. Das ist ein absolutes Serienauto. Und hin und wieder fahre ich ja auch mal ein Mini. Und, aber ich muss sagen, das Ding ist noch agiler irgendwo. Allerdings sitzt du auch um einiges tiefer, hätte ich jetzt so gesagt. Das heißt, in dem Mini komme ich ein bisschen besser rein und raus, ich als alter Mann. Während man hier wirklich auch so ein bisschen zugebaut ist. Ne? Du hast jetzt hier so eine richtig breite Mittelkonsole, zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Und alles ist so, ne, ziemlich eng um einen herum. Aber von der Optik her finde ich, ist das alles absolut in Ordnung. Und ich würde sagen, die Fahreigenschaften sind auch absolut super. Wenn das Ein- und Aussteigen nicht wäre. Also auch die Beschleunigung aus dem vierten Gang bei 1500 Umdrehungen. Ne? Läuft super. Ja, fahren tut er. Die Bremskontrollleuchte zeige ich euch mal eben jetzt hier, wie immer an- und ausgeht. Ah, das ist die jetzt hier. So. Und dann müssen wir mal gucken, was damit so los ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich da rauskomme. So, ich würde sagen, Gott. Also, guck mal her. Okay, wir haben festgestellt, dass zumindest schon mal die Kontrollleuchte für Bremse an ist, die rote also. Ne? So, jetzt gucken wir mal eben hier rein, wann wir was das letzte Mal gemacht haben. Denn ich weiß gar nicht, ob sie das letzte Jahr überhaupt hier war. Soweit ich weiß, kriegt das Ding einmal im Jahr, glaube ich, eine Inspektion. Müsste ich mal nachgucken. Ich glaube, bei Japanern ist es fast generell so, dass die Dinge einmal im Jahr hin müssen. Gerade nochmal geguckt, zeige ich euch gleich nochmal eben. Der Bremsflüssigkeitsstand ist auch zu niedrig. Ich habe jetzt mal geschaut. Und zwar hat das Ding ja jetzt 133.000 Kilometer gelaufen. Und sie war hier zum Beispiel mit der Bremse vorne bei 71. Ja. Und das ist das Doppelte gefahren, ungefähr, fast zumindest. Ja, die sind jetzt nicht richtig abgefahren, aber sind auch nicht mehr wirklich gut. Ne? Jetzt ist aber so, die wohnt in Süddeutschland, kommt daher nur sporadisch. Wir haben hinten die Bremse gemacht bei 100.000. Hinten hätte ich jetzt auch noch gesagt, lassen wir. Bremse hinten abgefahren, bei 108.000 haben wir sie gemacht. Ich denke immer, das ist eher die Bremse vorne. So, Bremse, genau, das haben wir auch. Perfekt. Ja, das heißt, Bremse vorne ist schon ein bisschen grenzwertig, das haben wir gemacht. Sonst, ich gucke mal eben, Service, das ist natürlich auch immer so eine Sache, dadurch, dass sie wirklich nur sporadisch kommt. Gucken wir mal eben rein, wann sie den letzten Service bekommen hat. Also ich meine, dass die Japaner alle einmal im Jahr hin müssen. Es kann sein, dass die vielleicht mal 15.000 oder 20.000 Kilometer kriegen, aber ich meine, ich hätte das so im Kopf, dass die einmal im Jahr eigentlich zur Wartung muss. Das gucke ich mal eben, wann sie das letzte Mal da war. Das geht los. Komplette Historie. Das heißt, gucke ich mal eben, letzten Ölwechsel. 15. So. 2016. Nun, soweit ich weiß, hat so ein Mazda kein Longlife, ne? Wir haben jetzt 2019. Also auch schon ein bisschen drüber. Aber okay, es ist so eben, wie es ist. So, das haben wir 2016, genau. Okay, ich zeige euch mal eben, was Trumpf ist. Ja. So, hier seht ihr zum Beispiel, seht ihr, ne, der Bremsflüssigkeitsstand ist fast Minimum und das Ölschild ist bei, gucken wir mal eben gemeinschaftlich,
26.09.16 bei 100.000. Ja, ist also schon ein bisschen. Aber ansonsten, soweit wie das hier aussieht, alles trocken. Müssen wir gucken, wenn wir die letzten Kerzen haben, bekommen haben. Aber ansonsten sieht das Ding schon wirklich gar nicht so schlecht aus. Flüssigkeitsverlust haben wir auch nicht. Servolenkungsöl steht auch auf Maximum. Das ist auch okay. Ja. Aber da müssen wir was machen. So, jetzt gucken wir uns mal die Bremse an. Also das ist, na, das ist wieder so ein Zwischending, ne? So, leuchten wir mal. Ja. Ja. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Mal gucken. Na, werden wir wohl aktiv werden müssen. Scheiben vorne. Reifen, ich denke mal, wenn sie wieder kommt, werden da Sommerreifen drauf sein. So, ansonsten, was haben wir denn da? Da ist noch ein Masseband, das werden wir auch nochmal sauber machen müssen. Da seht ihr, wie oxidiert das ist. So ein bisschen, das werden wir auch noch machen. Ansonsten war es das schon. Ja, ihr könnt ja mal runter in die Kommentare hauen, was ihr so sagt. Matze MX-5, was fällt euch da spontan ein? Wie gesagt, das Ding ist, hat jetzt 133.000 Kilometer auf der Uhr. Ich gucke jetzt noch mal eben nach. Ich habe nämlich auch keinen Fahrzeugschein von dem Auto. Wann das Ding erst zugelassen ist. Normalerweise müsste ich das eigentlich hier alles sauber vermerkt haben. JR, MX-5, 2007. Erste Lassung ist der 24.10.2007. Wir haben auf jeden Fall den kompletten Service. Da müssen wir gucken, ob die Kerzen gemacht worden sind oder nicht. Ölwechsel ist auf jeden Fall überfällig. HU muss er im April. Und wir haben jetzt März. Das heißt, auf jeden Fall Bremse vorne, komplett mit Scheiben. Service komplett. Und ja, theoretisch war es das schon, ne? Ja. Das war schon. Aber wie gesagt, wenn ihr etwas ganz Spezielles wisst beim Mazda MX-5, würde mich das natürlich freuen, wenn ihr dieses Video entsprechend ergänzen würdet, weil sowas macht ja nicht du. Ja, so, ich bin jetzt wie gesagt gerade gefahren. Ich denke mir, wenn wir jetzt gleich hier Bremsflüssigkeit ganz einfach mal nachfüllen, dann wird diese Kontrollleuchte auch aus sein. Und dann haben wir also zumindest, ja, also wenn die Bremsklötze sich abnutzen, ist es ja so, dass der Kolben dann weiter ranrückt und dann rutscht natürlich die Bremsflüssigkeiten entsprechend nach. Und meistens ist es dann so, dass, dass dann irgendwann der Bremsflüssigkeitsstand in Richtung Minimum geht. Und damit immer noch eine ausreichende Sicherheitsreserve da ist, bauen die dann so eine schöne Kontrolllampe ein, dass man das Ganze dann auch entsprechend zur Kenntnis nehmen kann, dass da irgendwas nicht stimmt. Jetzt werden natürlich solche roten Lampen auch sehr gerne ignoriert. Das ist ja manchmal so bei vielen Leuten und deswegen füllen wir jetzt gleich die Bremsflüssigkeit auf und dann war es das schon. Sonst ist an dem Hobel hoffentlich nichts dran. Ich meine ganz ehrlich, Lenkungsteile und so beim MX-5. Ich habe jetzt auch hier nichts gehört, ne, auf der Fahrt hierhin und ich denke mir, dann wird es wohl dabei bleiben. Ja, letztendlich kann ich euch noch gar nicht sagen, ob ich dieses Auto jetzt hier noch mal wieder sehe. Ich gehe mal davon aus, aber im Moment ist es eben so, ich kann noch nichts Detailliertes sagen und deswegen war es das auch erstmal in diesem Video und ich sage bis dann, danke und tschüss.